Oh, jemand aus dem Clan Mobile Femba hat sich bei mir beworben. Ja, dann gucken wir uns das mal gleich an. Ja, wer ist es eigentlich? Es ist der Spieler Stransky vom Clan Mobile Fanboy und damit herzlich willkommen bei einer jetzt wieder Studiofolge von mir, dem Thorsten Akatoto aus dem Clan Spätzle mit Soße. Und ja, es ist ein lupenreiner Elfer und ich muss sagen, Truppen alle maxed hier, nur noch der King braucht so ein paar Level, nämlich 12 Stück, aber der Rest hier, okay, die Miner können noch eingehen. Das ist dann aber gewesen, also schon ein starker Account hier und auch die Base ist, glaube ich, sehr, sehr stark. Wir gucken mal, wie weit er schon war. War noch nicht so weit. Okay, Titan geht da sicherlich noch, aber ich denke mal, erstmal bereitet sich jeder auf das Update vor. Die Base sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Adler und Clanburg hier getrennt, da muss man immer den zweischneidigen Weg gehen, wenn man diese Base hier macht. Also du musst hier schon mit Farmtruppen, kannst du hier nichts holen. Aber mit einer richtigen Armee überlegst du halt, ob du hier über die Adlerseite kommst, also hier Bogenschützenturm, X-Bogen. Den würde ich übrigens auf Bodenluft stellen und nicht nur auf Boden, weil guck mal, wie weit er schon reicht. Der reicht bis ins Feld Äußere. Und klar fängst du damit natürlich einen Queen Walk ab. Aber entweder gehst du dann über diese Seite oder du packst halt die Seite hier unten, Bombenturm, Kaserne, Lager, sodass dir die Clanburg entgegenkommt. Ja, das ist immer schwierig, weil da hast du lange den Adler auf dir. Also so eigentlich so ein bisschen so diese Base-Taktiken hier, wenn man sich so ein Layout macht oder so ein Layout kopiert, die Lager hier einzukreisen, finde ich nicht so gut. Da kann man sicherlich andere Sachen einkreisen. Da würde ich mir irgendeine Defense reinstellen, vielleicht die Magiertürme oder so oder einen Bogenschützenturm hier mit rein und dafür die Lager dann eher draußen. Ich glaube, das macht an der Stelle etwas mehr Sinn. Aber der Account sieht gut aus. Die Base ist sicherlich auch sehr, sehr stark und sie ist auch, würde ich fast sagen, fast maxed out. Ja, fast maxed out bin ich auch. Ich weiß im Moment nicht, ich habe das im Thumbnail gesehen. Da habe ich ja mal so ein paar Stichwörter zusammengefasst. Ich bin Level 200 geworden. Ja, das seht ihr, ich bin Level 200. Da leuchtet auch eine 1. Es gibt Events ohne Ende. Also jeden Tag ein neues Event ist richtig krass. Keine Frage. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier als erstes und als letztes updaten soll. Es gibt News ohne Ende. Für die richtigen News ohne Ende müsst ihr allerdings, ich sage es ja immer wieder, den Client auf Englisch stellen. Im Deutschen gibt es keine neuen News. Also gestern kamen ja die neuen Gebäudelevel, wie sie denn auch teilweise aussehen, beziehungsweise erstmal welchen Level sie haben. Und ihr findet aber unter YouTube oder auch im Internet so Fotos von den neuen Gebäudeleveln, wie sie denn auch aussehen später. Und heute kam natürlich, habt ihr sicherlich gesehen, diese Siege Machines rein, also Wallwrecker and Battle Blimp, also richtig witzige Sache. Ich habe mir heute das Video angeguckt und das wird sicherlich eine spaßige Sache, allerdings erst verfügbar ab Rathaus 12 und alle, die etwas niedriger sind, nämlich mindestens eine, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, es stand hier auch irgendwo im Text drin, ich glaube Rathaus 10 kann hier auch solche Sachen anfordern demnächst. Der Rathaus 12 hat ja demnächst auf 40 Platz und ich weiß im Moment echt nicht, wo vorne und hinten ist. Was mache ich als erstes? Ihr seht es, ich habe 3 Bobs frei. Wir haben noch ein paar Tage das Event hier, wo die Bauzeit zumindest verdoppelt ist. Ich bin ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen runtergekommen, denn ich habe gedacht, der geht noch, der wäre Max, aber nein, der geht noch mal ein hoch. Also zweimal 2 Wochen eigentlich das Ding hier. Ist ein bisschen nervig, aber die Kollegen aus der Ström-Community haben mich da dann ein bisschen hart abgebremst und in der Builderbase. Das habt ihr gestern schon gesehen. Muss ich kurz mal auch gerade mal ein Upgrade fahren? Also, ich habe mich jetzt bis auf 294.000 Gold hier runtergefahren. So muss ich sagen. Also, ich habe ein paar Sachen gebaut, die jetzt nachgekommen sind hier. Minen und Sammler. Die Falle der Tesla ist schon auf 4. Die sind auch schon auf 3 hier. Aber ich denke mal, das nächste, was wir aus dem Shop holen, halt, da müssen wir erstmal die Rune nehmen. Ich wollte ja die Rune nehmen hier in der, nicht in der Home Village, sondern ich wollte diese Rune nehmen hier, damit ich mein Lager jetzt ganz, ganz voll habe.
Und ich jetzt glaube ich, den Mega-Tesla bauen kann. Ja, den haue ich jetzt auch raus. Wir haben 3,2 Millionen. Ich konnte mich nicht entscheiden, machst du erst das Lager, das nächste, oder machst du erstmal den Megatesla? Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich mache erstmal den Megatesla, dann ist das Gold nämlich weg. Und ich weiß noch nicht genau, wo er hinkommt. Wir kriegen ja die neuen Mauern erst im Update. Das heißt, wir können ihn erstmal irgendwo bauen. Ist ja auch erstmal nur Bauzeit. Und ihr seht das hier, er läuft nur 12 Stunden. Danach mache ich natürlich das Army Camp hier mit 2 Tage, gar keine Frage. Und ich habe wirklich die ganze Zeit nicht angegriffen. Ich weiß nicht, wie meine Base hier verteidigt oder auch nicht verteidigt, keine Ahnung. Deswegen machen wir wenigstens einen Angriff hier im Nachtdorf, bevor wir im Tagdorf das Event spielen. Also es wird wieder eine etwas längere Folge für euch. Ich hoffe, das ist euch ein bisschen recht nach der kurzen Folge gestern. Viele haben vermutet, ich wäre im Garten. Nein, ich wohne ja neben einem wunderschönen Friedhof und dort bin ich quer gegangen. Ja, ich war auch außer Puste, denn ich bin ja ein bisschen älter. Gehen, Handy halten, quasseln, das strengt an. Ja, und ich war ja auch schon ein bisschen länger unterwegs. Also er ist nicht gerade groß, aber trotzdem, ich bin einmal quer durch, sodass ich aus dem Friedhofsgelände raus war. Und Mist, Mist, Mist. Mal gucken, was wir mit der Battle Machine noch holen können. Ich hoffe, die geht jetzt Kanone. Ja, lasst mich lügen. Kanone, dicke Tonne da hinten und dann Meisterhüte. Aber ihr seht das, ein, zwei Schuss aus der Megakanone da hinten. Ja, ich meine, die schießt jetzt kein zweites Mal. Ihr seht, wie viel Feuer ich da kriege. Keine Chance. 50%. Immerhin geholt hier, die Megamutanten sind noch dabei. Wir lassen das mal gerade auslaufen. Und ich denke nicht, dass wir damit gewonnen haben. Ich denke mal eher, der Gegner wird mehr als 57% hier holen, auch wenn ich jetzt etwas mehr Defense habe. Er hat jetzt schon 49, 52, oh, 57 waren zu schlagen, ne? Oh, okay, nicht schlecht. Habe ich jetzt mal seltener gehabt, muss ich sagen. Aber haben wir hier den Sieg reingefahren, sauber. Okay, was gibt es im Heimatdorf zu machen? Also es gibt hier echt viel zu tun im Moment. Ihr seht, ich habe Päcker ausgebildet. Ich bilde immer abends die Armee. Ich denke, das macht ihr auch. Diesen nächsten Tag im Event gibt, man kann das ja sehen. Das nächste Event ist mit Magiern und deswegen habe ich natürlich jetzt Päcker ausgebildet. Es gibt zwei nette Potions, nämlich Boost Potions für Minen und Sammler. Ja, machen wir mal einen Angriff, das dauert ein bisschen. Ihr seht, ich bin in der Titan League im Moment immer noch. Ich bleibe da auch. Ich mache auch keine Road to Legende jetzt vor Rathaus 12. Also ich gehe sowieso wieder ein bisschen runter und ich hoffe, dass ich ein bisschen schneller jetzt für und mit mir einen Gegner finde. Oh, hoppla, da haben wir einen gefunden, unseren ersten Gegner. Es hat jetzt auch mal wieder ein bisschen länger gedauert, aber mal sehen, wie wir den hier rocken können. Ihr seht so ein bisschen meine Armee. Bunter Truppenmix aus dunklen Truppen, aus Elex-Truppen, von wo gehen wir eigentlich rein? Ich habe noch ein Clanspiel wechseln müssen, weil mir mal wieder ein Clanspiel ausgefallen ist, beziehungsweise weggefallen ist. Und der Kollege hier hat ja mal gar nichts. Der hat weder ein King noch eine Queen, noch hat er Infernos oder einen Adler. Ist natürlich super. So, nur gucken, dass wir hier auch richtig funneln. So, dann ziehen wir mal unseren Warden hier mit raus. Wir müssen in jedem Fall irgendwie den seinen Warden schaffen. Oh, was habe ich denn eigentlich nicht? Ich habe keine Mauerbrecher. Ja, super. Keine Mauerbrecher, dafür habe ich ein paar Päcker. Ein paar Päcker ist auch in Ordnung. Oh, und der Kollege hier hat auch ein Päcker on board, sehe ich gerade. Ja, Clanbuch, glaube ich, gehabt. Ich muss mal ein bisschen näher reingehen. So, ja, jetzt sieht das aber schon mal ganz, ganz fluffig aus hier. Und jetzt sind wir hier auch in der Mitte. Also, weiß nicht, bei dieser Base gibt es ja nicht wirklich Beschuss. Schön wäre natürlich, wenn meine gesamten Helden hier jetzt überbleiben. Das heißt also, dass ich gleich wieder angreifen kann. Wo sind meine Päcker? Ach, die sind hier unten. Okay. Die quälen sich da unten, habe ich gar nicht gesehen. Dann nehmen wir mal, ich glaube, wir nehmen unseren Wutzauber hier nochmal rein.
dass wir da noch mal durch die Mauern kommen. Denn, ja, jetzt gehen sie alle außenrum. Okay, jetzt geht alles außenrum, außer die Riesen. Die bleiben noch in der Base, okay. Aber wir haben eh nur noch zwei Defense-Gebäude zu machen. Ja, ganz, ganz locker. Ich habe jetzt mal das Dunkle außen vor gelassen. Im Moment läuft bei mir ja der Golem. Noch, den werde ich aber, sobald ich 200.000 habe, glaube ich, mache ich den fertig. Ich hab noch ein Buch und werde noch eine Truppe anstoßen. Denn ich möchte eigentlich noch ganz gerne... Oh, die beiden muss man noch verbrauchen. Ich möchte ganz gerne möglichst viele Truppen vorm Rathaus 12 Update noch fertig haben. Ich weiß nicht, wie ihr es macht oder ob ihr auch sagt, Rathaus 12 kann von mir aus ruhig kommen. So, da haben wir auch schon mal 3 Sterne. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann fordern wir hier wieder Boden... Wut und ja, jetzt gucken wir mal. Ah, richtig. Genau, ich habe ja upgraded to Builder Hall Level 8. Die 50 holen wir uns mal ab. Und ich hatte immer noch einen, aber Walter, tut mir leid. Im nächsten Stream vielleicht mal wieder als Freund oder so. Mal gucken. Ich mache jetzt mal eine andere Truppe für euch nach und kurz Reckzeit, 5 Minuten, sind sofort wieder dabei. Naja, okay, den nehme ich jetzt mal mit. Den nehme ich jetzt mal mit, obwohl der nur einen 6er Warden hat. Ich müsste eigentlich einen 10er Warden haben. Aber dann mache ich das Clanspiel halt im nächsten Angriff fertig. Der hat Multi-Infernos und es ist zumindest kein Engineered-Account. Denn ihr habt ja eben gesehen, den ersten Angriff, das war ja ein Engineered-Account. Alle, die jetzt ja so einen schönen Maxed-Engineer-Account haben, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie die weitermachen. Denn wer jetzt nach dem Update ja beabsichtigt, auf Rathaus 12 zu gehen, dem wird dann wahrscheinlich die Meldung entgegengestreckt werden. Mach du erstmal alles an Sachen raus, an Defenses und so weiter, damit du auch dein Rathaus uppen kannst, also ähnlich wie in der Builderbase. Und ja, das wird sicherlich dem einen oder anderen etwas bitter aufstoßen. Man wird es dann also unter Umständen nicht mögen, dieses Update, denn Supercell hat ja schon lange versprochen, etwas gegen die Engies zu machen. Und das ist ein guter Schritt, zumindest dahin. Finde ich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob das aus der Community kommt oder von wo das herkommt, denn es wird ja viel aus der Community dort in dieses Update einfließen, also Ideen aus der Community. Und sicherlich war eine der Ideen, dass man auch hier im normalen Tagdorf alles bauen muss, damit man die nächste Rathausstufe erreichen kann. Und also ich bin auf jeden Fall, das wisst ihr, ein kleiner Befürworter davon, denn ich kenne so viele Engineered-Accounts, die auch nichts anderes sein wollen eigentlich, weil sie natürlich starke Bases haben, also Bases ohne Adler, ohne Inferno, aber trotzdem voll maxed out Def haben. Und an solchen Bases, das wisst ihr selber, tut man sich nach wie vor trotzdem schwer. Was macht meine Queen hier? Okay, ein paar Mauern. Ah, da sind wir schon wieder durch. Okay, dann haben wir jetzt zumindest das Clanspiel noch nicht ganz durch, aber wir haben diesen Pot schon mal voll. Das ist super. Und wir haben auch jetzt 9,4 Millionen. Ihr seht das, ich habe 3 Bauarbeiter frei. Und ich habe ja gesagt, eigentlich will ich die Minenwerfer ganz gerne weitermachen. Die Bombentürme nerven mich ein bisschen ab. Muss ich sagen, dass die auch noch mal einen weiterlaufen. Aber ich nehme den nächsten Mortar hier mit 6 Tagen und kann jetzt die Klamburg erstmal Klamburg sein lassen. Ich baue den Angriff aber trotzdem nochmal nach, weil da glaube ich, so vom Truppenmix her ist das ganz gut und ich spiele auf jeden Fall das Event mit euch zu Ende, quatsch noch ein bisschen mit euch. Bis gleich. Uff. Ja, das lange Suchen. Manchmal lohnt es sich natürlich auch, aber ich bin auch im Moment nur so hoch in der Liga, wie das Event hier geht und den kann ich hier nicht stehen lassen. Wo ist dann eigentlich? Da hinten ist der Warden, 17er Warden, okay. Da können wir mit leben und auch mit dem Multi-Infernus. Ich muss jetzt nur mal gucken, von welcher Seite wir am sinnvollsten reingehen. Ich würde fast sagen, wir nehmen hier die Adlerseite, denn die Adlerseite hat, so wie ich das sehe, am weitesten weg zumindest die Luftabwehr. Jetzt muss ich hier allerdings mal mit meinem Bowler gerade mal so ein bisschen funneln. So, dann nehmen wir hier unsere Helden mit raus. 4, 1, 2, 3 von denen. Und ich würde auch sagen, wir springen hier. Denn da ist eine Defense, also der Sprung genau auf einer Ecke, wo ein defensives Gebäude ist. Denn da gehen in jedem Fall die Riesen drauf, beziehungsweise die Riesen eigentlich rein. Und da
Das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Wo sind denn eigentlich meine Päckis? Ah, wo sind meine ganzen Päcker? Oh, 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 oh. Die sind hier hinten. Okay. Ah, mal sehen, ob wir hier überhaupt einen Tropfen Dunkles noch mitkriegen. Das sieht im Moment noch nicht so gut aus. Da müssen wir hier noch ein bisschen Stoff geben. Aber der hat natürlich noch ein paar andere Ressourcen für uns. Ich sehe gerade, wir haben, glaube ich, den einen oder anderen Bohrer haben wir schon mitgenommen. Aber, und wir haben auch schon gewonnen. Das heißt, da war auch schon der Warden jetzt weg. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Wir nehmen die hier nochmal in Wut. Was haben wir hier hinten noch? Da haben wir noch zwei von denen. Okay, dann mache ich schnell mal das Lager weg, damit da meine Truppen da drin bleiben. Okay. Ja, jetzt habe ich zwar drei volle Helden. Ah, wir haben aber den Adlaus weg. Das ist super. Und jetzt kümmert sich die Queen auch um den Topf. Aber da steckt noch ein bisschen sicherlich im Rathaus drin. Ich zünde die mal schnell, dass die jetzt, ah okay, der Päcker da in der Mitte ist in Heilung, das ist super. Und ich glaube, den haben wir, boah, kriegen wir den mal auf 3, ja, den kriegen wir auf 3. Das schafft den Fern auch nicht mehr, ja, super Sache. Und alle Helden haben vor allen Dingen überlebt. Ich kann also gleich ganz nett weiterfahren, denn ich habe den King, glaube ich, eben boosten müssen. Ihr seht das, vielleicht ist das bei euch auch so. Der Dicke muss fast immer recken. Die anderen überleben jetzt. Manchmal ist es ja auch so, dass dann auch der King noch ein bisschen geheilt wird, aber ich glaube, der kann sich sehen lassen. Ich habe mit euch zumindest heute das Event gespielt, beziehungsweise ich habe mit euch, ja, da ist es, you received zwei Ressourcen, Potions erstmal. Das heißt also, auch hier wird es wieder ein bisschen voller und ich würde auch ruhig sagen, wir nehmen auch ruhig mal wieder eine. Dann ist das ganze Dorf mal wieder so ein bisschen am Pumpen und hier haben wir auch unsere paar Wardens gemacht. Ich weiß nicht, wie weit ihr mit den Clan-Spielen seid, wir sind jetzt bei 47.000. Es gibt ja schon nette Rewards, kann man nicht anders sagen. Also ich bin absolut, ich war ganz, ganz überrascht, denn ich hätte nicht gedacht, dass es hier mal eine Rune des dunklen Elixier gibt. Oder aber auch hier im letzten Tier das Book of Everything. Also richtig geil, hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, die wären nicht dabei. Ich habe mich diesmal vorher nicht schlau gelesen, was gibt es denn eigentlich. Es wird ja auch mal wieder gewechselt. Und ich bin mit 1100 eigentlich ganz gut dabei. Ich würde auch gerne mal wieder ein bisschen mehr machen für den Erfolg. Ich hoffe, ihr spielt vor allen Dingen die Events. Denn das hier habe ich ja jetzt fertig. Das nächste steht an. Also bauen wir dann heute Abend mal so ein paar Magier. Mal sehen, welcher Trank. Ah, der Wuttrank wird etwas billiger sein. Super Sache. Und ich bin jetzt wieder bei 1,145 Millionen. Ich bleibe hier oben. So ein, zwei Tage, denke ich mal, vorm Start des Rathaus 12 gehe ich runter und ich hoffe, ihr freut euch genauso, wie ich mich auf Rathaus 12 freue. Also ich gehe in jedem Fall hoch, mache nicht erst alle Mauern fertig und mache dann meine Defense halt ganz normal erstmal weiter, die dann noch nicht fertig ist. Mal sehen, was wir noch so fertig kriegen in der Zeit. Bis dahin, euer Toto. Flasht.